So. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Monday. Das heißt, es ist Zeit für Abschied zu nehmen. Wir fahren jetzt nach Köln, also ich und Momo. Und Felix und Sandra bleiben zu Hause. Let's go. Vorher muss ich auf jeden Fall zum Friseur, also auf dem Weg fahren wir nach Frankfurt, nach Heidelberg. Gehen zum Friseur. Dann fahre ich eventuell noch nach Frankfurt und dann geht's weiter nach Köln. Wir haben Airbnb gebucht. Ich hatte keinen Bock auf so Corona-Hotel-Zeug. Deswegen, und das Airbnb ist gerade, keine Ahnung, einen Kilometer von dem Ort entfernt, wo ich einen Workshop geben muss. Dazu dann morgen auf jeden Fall mehr. Let's go! So, wir sind jetzt schon mittlerweile in Heidelberg nach einer Stunde Fahrt, obwohl es eine halbe Stunde gehen sollte. Ich habe, glaube ich, nicht einmal von meinem Handy weggeguckt. Jetzt sind wir hier beim Friseur angekommen. Es wird erstmal fresh gemacht. Ich sag mal, ich mach so ein Before, After of my hair. Freshen. Wir sind fertig. Das ging jetzt echt sehr lange. Also wir sind seit 2,5 Stunden hier in Heidelberg. Wir mussten fast eine Stunde warten. Da haben wir zwischendrin noch schnell was gegessen. Und jetzt Haare geschnitten, beide, Momo auch, und jetzt sind wir hier an der Tankstelle tanken und dann geht's los nach Köln. Köln. Ich freue mich, weil ich muss ja niemandem was vormachen. In den letzten 6 Monaten oder 5 Monaten, 5 Monate hatte ich nichts live, also keine Live-Workshops, kein, wisst ihr was ich meine, also keine live großen Shootings. Klar, ich hatte Shootings für größere Sachen, größere Marken und so weiter oder generell Klar, ich hatte Shootings und so weiter, hier und da, aber nichts, was so Workshop-technisch, was ich umsetzen konnte. Alles war immer so online, alles war so Zoom, 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 so ein Scheiß halt. Und ich freue mich endlich nach der Corona-Zeit gefühlt, was heißt gefühlt, eigentlich das, der erste Workshop, den ich live geben kann. Also es sind 10 Leute, also veranstaltungstechnisch bin ich so happy, dass ich mal wieder unter Leute komme. Und das ist morgen. Ich habe morgen sozusagen einen Workshop, der geht 2 Tage. Ich gebe den Workshop, also ich bin der Meister vorne auf der Bühne sozusagen. Und den Rest erzähle ich. So, we did it. Wir sind jetzt in Köln. Hürth oder so heißt es hier. Sind gut durchgekommen, waren noch Friseur und so weiter, hab die. Stimmt, das hast du gevloggt. Jetzt sind wir schon an der Wohnung, Emre ist schon drin. Ich habe jetzt noch den Wagen kurz gepackt und die Sachen noch mitgenommen. Jetzt zeige ich euch die Wohnung, ne? Transitions. Da kommen wir rein. Hier ist die Wohnung. Da ist Emre drin, glaube ich, in der Küche. Hier so eine geile Ecke. So ein bisschen American. MTV Cribs. Ich zeige euch mal die Wohnung. Ich finde es ein bisschen gruselig, Airbnbs immer zu buchen, aber wir haben es einfach mal gebucht. Es war sozusagen das, was am nächsten zur Workshop-Location war. Und ihr seht hier, glaube ich, ihr seht jetzt hier so ein bisschen verrauscht vielleicht. Seht ihr aber, was es ist? Es ist so ein ganzer Bungalow. Das sind 3 Zimmer sozusagen. Hier draußen gibt es noch einen Sitzplatz. Das ist so ein eigener Garten. Der Garten gehört komplett zum Airbnb selbst. Und dann kommt ihr hier rein. Habt ihr so die Aula sozusagen, also den Flur und dann Badezimmer. Dann geht's hier weiter in die Küche, ganz easy. Und dann halt hier Schlafzimmer, ganz easy, ganz locker. Also normalerweise hätte ich ehrlich gesagt Bock auf ein Hotel gehabt. Bin ich ganz ehrlich, 2 Zimmer, für jeden 1 und so weiter. Aber wegen dieser Corona-Kacke hatte ich jetzt gar keinen Bock auf so Verordnungen und du hast halt gerade einfacher. Sozusagen hier per Airbnb mehr Ruhe zu haben, was so Test oder so ein Scheiß angeht. Weil du so sozusagen nicht mit Menschen zu tun hast oder in ein Gebäude reinkommst, wo andere auch sind, finde ich teilweise auch besser. Und ich muss euch sagen, es ist auch besser, weil wir sowieso unsere Shishas dabei haben. Und jetzt sitzen wir hier draußen, rauchen unsere Shisha. Ich bereite mich für morgen vor. Und dann geht man sowieso schlafen. Also ihr werdet von Köln fast nichts sehen in diesem Vlog. Eigentlich gar nicht. Weil ich bin die 2 Tage komplett bis in die letzte Minute verplant. Und dann geht's schon eigentlich wieder zurück zur Family. Aber ja,
Momo macht schon die Pfeifen. Guten Morgen. Wir haben 7.45 Uhr. Momo ist duschen. Ich war gerade duschen. Ich war gerade Essen ready. Mit so ein bisschen Tomaten, Käse, Kiwi, Butter, Eier. Ganz wichtig. Brötchen geholt. Ich mache jetzt Essen. Machen uns dann auf den Weg. So, schauen wir, wen wir heute zu Besuch haben. Emra, Oberchief Checker auf Videocutting. Aber er hatte leider Höhenangst und hier im Adbaker Office. So, das war dann die Glocke. So, was war? So, super. Ist ein Hammer Ding drauf. Und ich zocken, aber ich habe noch eigene Pfeile zu Hause, die wir noch mitbringen. Du riechst doch Psycho? Ja, ich habe mir die Pfeile für Malz. Wir sind jetzt mittlerweile hier im Office von Adbaker. Ihr kriegt eine Cinematic auf jeden Fall, oder ihr habt schon die Cinematic gesehen, oder ihr kriegt sie jetzt, komm. Und hier ist eine Treppe, die besteht komplett aus Glas. Ich habe richtig Angst. Ich meine es ernst. Das Ding ist, ich kann das nicht kontrollieren. Meine Knie werden weich. Weißt du, was ich meine? Du bist eine Lüsche. Warum ist dazu nass? Ich bleib den ganzen Tag hier, ich geh nicht mehr runter. Ich kacke auch hier irgendwann. Hast du nur Chips? Man muss auch sagen, dass er Höhenangst hat, deswegen. Das ist halt eine Pussy. Pussinio. Packen kann, oder? Sag ich mal so 4 bis 5 Mädels oder 4 bis 5 Jungs, die habe ich immer so irgendwie auf Abgriff. Gilfs. Gilfs. 3 Generation. Guck mal, ich sehe schon, wie du eins für daheim guck mal, holst. Für dein Leben drin. Fleisch. War der in der Mitte? Nee. Der war schon sehr, sehr schlecht. Wir brauchen sowas auch zu Hause. Ja, ich glaube, da ist schon ziemlich geil. Wir brauchen das echt zu Hause, ohne Witz. So, Peoples. Erster Workshop-Tag ist rum. Wir sind jetzt hier wieder in unserer Airbnb-Wohnung. Ich bin halt nach so einem Tag immer so ein bisschen matsch, weil ich so viel wissen. Kotze. Es waren jetzt intensiv 6-7 Stunden mit Pausen 8 Stunden oder so. 17 Uhr fertig gemacht und morgen geht's weiter hier. Wir werden später noch im Noah essen gehen, meinte der Simon. Ich weiß gar nicht. Vielleicht gehen wir auch woanders hin. Aber jetzt sind wir hier und rauchen erstmal eine Runde Shisha. Ich bin am Laptop, muss noch ein paar Sachen machen. Ich gucke ein bisschen One Piece. Ich will jetzt kacken. Nee, ich wollte für morgen überlegen, was... Ach, ich laber nur Scheiße, wir gucken jetzt nur One Piece. Wie fanden Sie sich? Ich fand mich... Also wenn ich die Wahrheit sagen muss, fand ich mich heute nicht so krass. Kann ich bestätigen, da war purer Bullshit. Nee, es war geil, Mann. Der erste Tag war geil. Zweiter Tag geht's mehr so um Technik. Ein Helikopter. Ach, ich freue mich eigentlich gerade jetzt gleich zu chillen. Dies Pfeife ain't loyal. It is what it is. Sonst sehe ich aus wie ein Hurensohn. So. Wir haben 840 Uhr. Wir haben 9.14 Uhr. Wir haben gepackt. Das war alles so. Wir waren so tot am Morgen, Alter. Warum auch immer. Wir sind um 1 Uhr oder so pennen gegangen. Wir haben noch ein bisschen One Piece geguckt. Ah, nach dem Essen, ich glaube, da habe ich gar nicht mehr gevloggt. Wir haben gegessen, gechillt im Noah. War ein geiler Laden. Steak gegessen, hier gegessen.
So, Highlife Food, Alter. Spaß. Okay, ist. Und dann sind wir halt heim nach dem Essen und haben Shisha gemacht, haben ein bisschen gechillt, Shisha geraucht, One Piece geguckt. Dann sind wir schlafen gegangen, irgendwann um 1 Uhr oder so. Aber Alter, wir sind so kaputt gewesen, warum auch immer, Alter. Es war ein anstrengender Tag. Heute geht's weiter, ich gehe jetzt noch kurz Frühstück einkaufen für mich. Ich bin ja immer ein bisschen speziell, weil ich kein Brot, kein Kohlenhydrate und so. Und dann geht's ab. Es geht weiter. Tag 2, Workshop. Get away, get away. Oh, look at this brother. We're sucking dick. Yeah, we're sucking dick. Nick has no. Nick has no. Alter, ich habe keine Ahnung, wo wir zuletzt geblockt haben. Was ist jetzt schon mittlerweile der nächste Tag, 17 Uhr fast. Workshop Day Nummer 2 ist fertig. Es ging heute ein bisschen schneller. Ich bin auch so richtig Matschi-Birne. Ich freue mich hier zu sein, aber ich freue mich auch nach Hause bald. Happy Home. Ich habe richtig Bock auf Hohersohn. Ja, Mann. Richtig Bock drauf. Und ich mache jetzt hier gerade so noch etwas fertig. Für die Jungs von Ed Baker. Und dann geht's zurück nach Hause, Alter. Müssen uns noch überlegen, ob wir was essen hier oder zu Hause erst. Oder ob Schule uns was kocht oder. Keine Ahnung. We're sucking dick, Digga. We're sucking dick. Ah! Na, lausen ab. Schwanz. Geh mal auf den Sack. Wisst ihr, ich hasse es, wenn jemand Apfel isst. Während dem Vortrag knabbert er an dem Apfel rum. Vor einer Woche hat Emra, gesagt, ja, wenn Sandra das macht, sterbe ich, wenn Felix das macht, sterbe ich. Und wenn Momo einfach nur ein Apfel isst, kriege ich einen Nervenversagen. Dann habe ich heute, wir waren so voll viele Äpfel, ich während dem Vortrag, habe ich einen Apfel geschnappt. Und das hat den so an. Der war so, der guckt mich so an, der so... Ist du ein Apfel? Ich so, ja. So, okay. Hier ist die größte Angst von ihm. Höhenangst. Aber hier, das ist schon super scary, Alter. Jetzt geht hier einfach so runter, Alter. Es ist der nächste Tag. Wir konnten nicht mehr vloggen. Weil Dings. Und ja, das war's mit dem Vlog. Ich mache einfach mal das Outro. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten.